Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion, hier in deinem September-Reading. Wir schauen gemeinsam hier auf die Energien für den September, was sich zeigen möchte, was vielleicht gerade wichtig in deinem Leben ist oder wo es ja Heilung bedarf. Ich bin Sirut Sabine und ich freue mich mit dir jetzt hier in den September einzutauchen. Wir starten ja mit 10 Portaltagen in den September und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich an der einen oder anderen Stelle herausfordernd sein könnte. Daher eben auch hier jetzt dieser tiefere Blick in die Orakelkarten. Ich muss mal gerade was trinken. Und ins Tarot. Ja, dieses Video wird eine Fortsetzung haben, den Link oder die unterschiedlichen Möglichkeiten zu diesen Fortsetzungen findest du unten in der Infobox. Du kannst auf alle Fortsetzungen zugreifen in einem Abo hier auf YouTube oder auf Patreon oder du schenkst dir einfach diese einzelne Fortsetzung. Wie gesagt, alles unten in der Infobox und ich möchte auch gar nicht so lange vorneweg plappern. Ich möchte mit dir jetzt mal in die Energien schauen, was ich da für dich zeigen möchte. Und ich möchte auch in alter Art und Weise hier heute mal 6 Tarotkarten für dich ziehen. Mal, ja, in dem, wie ich das vor einiger Zeit gemacht habe. Nein, das sind 2, das ist zu viel. 1. Und ja, mir war danach mal wieder die Legeform zu verändern. Also, eine Botschaft jetzt hier für Skorpion, für den September. Erlaube, lieber Skorpion, dass ich deine Energie lesen darf. Erlaube du dir, dich hier ins Kollektiv, ins Seelenkollektiv sozusagen einzuklinken, einzuspielen, sodass für alle eben das auf den Tisch kommt, was jetzt gerade wichtig ist. Und hier haben wir die Kommunikation. Ja, höre gut zu. Spreche klar und mit Zuversicht. Und was mir eben auch auffällt, sind die vielen Schmetterlinge hier. Also auch gerade hier in Höhe des Kehlchakras, der Schmetterling. Deine Worte dürfen zart sein. Sie dürfen wie Schmetterlinge die Luft berühren. Deine Worte dürfen transformieren. Deine Worte werden an vielen Stellen transformativ sein. Genauso wie du auch, lieber Skorpion, immer wieder in die Tiefe gehst, ist es durchaus ja, so, dass deine Worte eben auch transformierend sind. Also, achte auf deine Kommunikation. Das ist schon mal ein kraftvoller Impuls hier für den September. Es kann sein, dass hier auf unterschiedlichen Ebenen viel gesprochen wird. Es kann aber auch darum gehen, dass du mal mit dir selbst ins Gespräch kommst. Ja, und in dem dreht sich hier der Eremit rum. Das ist dieses nach innen schauen, mit dir selbst ins Gespräch kommen. Mal dir selber auch zuhören, mal nach innen gehen. Der Eremit, da geht es darum, nach innen zu gehen, dein inneres Licht zu erforschen, deine innere Stimme auch zu erforschen, die Schlüssel zu finden, die Türen öffnen, Schlüssel, die Energien bewegen können durch Worte. Worte sind auch Energie und auch meine Worte hier sind Energiebotschaften, genauso wie die Bilder. Und ja, meine Worte übersetzen die Bilder und Energien und da darfst du für dich mal hinspüren, lieber Skorpion. Was ist da in deinem Inneren? Welches innere Licht möchte sich da
jetzt zeigen? Welche Form darf auch deine Kommunikation annehmen? Ja, und wir haben nochmal so was Ähnliches wie dein Inneres, der Berg. Diese innere, verborgene Höhle im Berg, die es jetzt für den ein oder anderen Skorpion zu erforschen gilt. Ich nehme dieses Bild auch gerade für einige hier wie so einen stummen Schrei wahr. Etwas in dir, was hier gesehen und zum Ausdruck gebracht werden möchte. Und wenn ich stummer schrei, ja, dann passt das auch hier wieder zur Kommunikation, ne? Was ist da in deinem Inneren verborgen, lieber Skorpion, was jetzt zum Ausdruck gebracht werden darf? Ich glaube, darum geht es. Dass du wirklich dein Inneres jetzt zum Ausdruck bringst. Der Eremit geht nach innen, der Berg spricht auch von inneren Energien, vielleicht sogar auch von Rückzug. Und die Kommunikation ist ganz klar, aber auch nach außen gerichtet. Lass uns mal schauen, was die Tarotkarten dazu sagen. Gleich vier. Ist schon reichlich, ne? Wir schauen mal. Die zwei Münzen, ja, vielleicht ist es auch in dir so ein bisschen dieses Hin und Her. Wo bist du mutiger, nach außen zu gehen? Wo ziehst du dich mehr zurück aus einem alten Muster heraus? Vielleicht die zwei Münzen, das sind so diese zwei Energien, dieses Innen und Außen, wo du womöglich gerade mit jonglierst. Wir haben hier die sechs Stäbe, also du darfst mutig sein. Die sechs Stäbe, die spricht auch von Mut. Du darfst auch genießen, dich feiern für jeden kleinen Schritt, indem du in deiner Kommunikation mehr nach außen gegangen bist. Dann haben wir hier den Mond, ja, als Hinweis noch einmal auf deine tiefe Wahrnehmung auch. Auch das, was du da in dir im Innen wahrnimmst, auch das darf jetzt nach außen. Und wir haben das Gericht. Die Auferstehungskarte. Vielleicht, lieber Skorpion, gilt es hier auch in gewisser Form, durch deine Kommunikation dich selbst und andere aufzuwecken. Das Judgment, also das Gericht, ist auch immer so diese Aufwachkarte. Und womöglich bist du da in dir ein bisschen hin und her gerissen und vielleicht sogar noch vorsichtig und weißt nicht so recht, wie du das Ganze formulieren darfst. Vielleicht ziehst du dich auch an mancher Stelle mehr zurück, wo es wirklich ein klares Wort braucht. Lass uns mal weiterschauen. Ich spüre derweil nochmal, welche Impulse da noch kommen. Gerade auch mit dem Mond, du bist eben auch sehr an diese Zyklen angebunden. Die Zyklen von Ebbe, Flut, von Leben und Tod. Und auch das Gericht spricht hier ein Stück weit davon, dass alte Muster sterben, damit du aus diesen Energien aussteigen kannst. Die drei Stäbe. Ganz klar diese Sehnsucht danach gesehen zu werden. Okay? Die Sehnsucht danach in deiner Ganzheit gesehen zu werden. Vielleicht wartest du darauf, dass du vom Außen gesehen wirst, dass im Außen etwas zu dir zurückkommt. Vielleicht hast du auch Worte in die Welt gegeben und du erwartest jetzt oder wartest jetzt auf eine
Antwort auf eine Reaktion darauf, dass etwas zu dir zurückkommt. Aber dennoch, lieber Skorpion, bist du bereit? Also du bist ja ein Wasserelement, aber du hast eben auch diesen Feueraspekt, diesen transformierenden Aspekt. Und der liegt hier mit diesen 6 Stäben, mit dem Mut und mit dem, du darfst dir das erlauben. Und eben auch mit den 3 Stäben, die eine ganz klare Vision auch zum Ausdruck bringen. So. Ja, super. Und dann kommt wieder hier eine Karte, die in der letzten Zeit ziemlich oft fällt. Die 5 Schwerter. Ja. Und mit den 5 Schwertern kann es natürlich auch sein, dass hier der ein oder andere Streit auf dich zukommt. Die 5 Schwerter, das ist immer herausfordernd. Das kann sein, dass hier du verurteilt wirst, deine Worte verurteilt werden, du vielleicht sogar verunglimpft, kommt gerade als Wort rein, sehr, sehr kraftvoll, wirst für das, was du da zum Ausdruck bringst, was dich dann eben auch wieder dazu veranlasst, dich zurückzuziehen. Ich glaube aber, lieber Skorpion, dass es darum geht, da zu bleiben. Ich glaube, eine ähnliche Energie gab es auch bei Krebs, wo es darum geht, wirklich zu dir zu stehen. Wirklich ganz klar mit dir selber zu sein. Und dafür braucht es eben auch erstmal die Kommunikation mit dir selbst. Also es braucht dieses Reflektieren, es braucht in dem Sinne auch das nach innen gehen, das nach innen hören, aber im Umkehrschluss eben auch dann wieder dieses damit nach außen gehen, also das, was in dir ist, auch zum Ausdruck zu bringen. Und die 5 Schwerter sagt, das wird nicht jedem gefallen. Vielleicht ist auch die 5 Schwerter hier eine Energie, wo du selbst noch ein bisschen üben darfst, wie deine Kommunikation funktioniert. Womöglich auch hier mit den 2 Münzen nochmal so dieser Balanceakt. Wie kriege ich das gehandelt? Wie finde ich da die richtigen Worte, den richtigen Klang, den richtigen Ausdruck? Und du darfst mutig sein. Immer wieder. Du darfst mutig sein und du darfst hier deinem Herzen folgen. Du darfst auch, gerade du, lieber Skorpion, aus dieser Tiefe heraus sprechen, aus dieser inneren Anbindung. Und eben, das sagt das Gericht auch, du darfst aus diesen alten Vorstellungen, wie du zu sein hast, wie du reagieren solltest, da darfst du aussteigen. Du darfst wirklich jetzt hier mehr auf dich selbst achten und auch dich selbst achten in deiner Wahrnehmung und das zum Ausdruck bringen. Es ist so ein Hin- und Herschwingen zwischen innen und außen. Und auch ein Hin- und Herschwingen in dir, was nimmst du in dir wahr, was nimmst du im Außen wahr, wie kombiniert sich das Ganze und wie bringst du es dann zum Ausdruck oder wie fühlt sich das in dir an? Und der Mond und das Gericht hier auch in der Mitte sagen, es ist eine kraftvolle Energie, eine sehr transformierende Energie, die dich mit deiner Tiefe verbindet, aber auch gleichzeitig über deine Tiefe hinauswachsen lässt. Sehr, sehr spannende Energie und wie gesagt, das wird nicht allen Menschen in deinem Umfeld gefallen. Es kann sein, dass du da Gegenwind bekommst. Es kann sein, dass du da wirklich verunglimpft wirst. Also dieses Wort ist gerade wieder da. Schau da für dich, womöglich liegt das
in einer alten Energie noch, die jetzt transformiert werden darf. Wir werden immer wieder auf so alte Themen zurückgeworfen, so lange, bis die eben auch in uns geheilt und transformiert sind. Dann braucht es diese herausfordernden Energien im Außen nicht. Dann sind wir klar in uns. Und genau auf diesem Weg bist du hier. Und du wirst damit wirklich kraftvoll deinen Weg gehen. Das kann sich auf alle unterschiedlichsten Ebenen beziehen. Beruflich, partnerschaftlich, finanziell, wie auch immer. Sei da mutig in deiner Kommunikation. Und ich möchte jetzt gerne, lieber Skorpion, mit dir in die Fortsetzung eintauchen, auf diese Kommunikation schauen, auf die Transformation und möglich auch das, was da im Außen auf dich zukommt. Wir sehen uns gleich.